von Alif in der Camper. Ihr habt es gesehen, ich bin in Marburg. Strahlender blauer Himmel, Sonnenschein, ein bisschen frostig, so wie ich es mag. Da hinten will ich hin. Da sieht man die Burg Marburg. Da will ich noch mal ein paar schöne Fotos machen. Vorher will ich noch mal an den Lahn ran, um da noch mal ein paar Langzeitaufnahmen zu machen. Und ich war jetzt auch schon ganz lange überlegen, wie ich dieses Video überhaupt nenne. Aber ich glaube, ich kann sagen, mir geht es deutlich besser. Und weil sich doch einige Entscheidungen gefallen sind meinerseits. Und das tut richtig gut. Also, genaueres werde ich euch nachher erzählen. Jetzt will ich erstmal Richtung Marburg und jetzt kommt auch schon das Ortsschild. Schaut mal. Wir sehen uns dann gleich am ersten Fotospot. Tja Leute, ihr seht's, ich habe meinen ersten Fotospot erreicht. Und da will ich mich jetzt mal so richtig auslassen, Fotos machen, schöne Langzeitbelichtung. Und die stelle ich euch auch dann gleich ein noch. Die besten, die ich mir raussuche, das sieht da wohl echt klasse aus. Naja, wir schauen mal, was ich rausmache. Ne? Wir sehen uns, euer Peter. Ja Leute, da braucht man schon fast, wenn es jetzt wärmer wäre und nicht so viel Wasser wäre, dann würde ich ja höchstwahrscheinlich sogar mal da reingehen, aber die Strömung ist doch ziemlich stark. Aber wir gehen jetzt noch mal ein bisschen hoch, ein bisschen höher dahin, da will ich noch mal ein paar Fotos machen, aber ich glaube, die sind schon so ziemlich bombastisch geworden. Ihr könnt euch mehr mal die Meinung dazu sagen, ob sie euch gefallen oder nicht. Und wir schauen mal. Ne? Es geht weiter. Also für jeden, der mal so Langzeitbelichtung machen will, kann ich das nur empfehlen hier. Also hier ist das echt toll, wunderschön. Ich habe ja schon mal so ein paar Bilder in Lappland gemacht von Langzeitbelichtung. Kann ich euch auch noch mal einmal dran stellen. Tue ich mal ein, zwei schöne Fotos reinmachen. Auch mein Lieblingsfoto aus Lappland, das stelle ich hier mal direkt ein. Und könnt ihr mal sagen, wie euch das gefällt. Euer Peter. Mein Ziel kommt näher. Da oben ist die Burg. Da will ich unbedingt jetzt gleich hoch. Und entweder zu Fuß oder mit Fahrstuhl. Das weiß ich noch nicht. Dann mache ich da mal mit hin. Aber schaut mal. Auch wenn auch keine Sommer ist oder Frühling ist so richtig, ist das wunderschön hier. Also ich kann das wirklich nur empfehlen. Marburg ist immer eine Reise wert.
Tja, Freunde, ich bin in Marburg, ein bisschen außer Atem und laufe jetzt mal langsam so zum Schlosshof. Schaut mal, hier geht das richtig steil nach oben. Auch so ein bisschen außer Atem. Naja, aber was soll's, wir gucken mal. Oh, guckt euch das an. Das sieht doch wohl cool aus. Das hat schon was. Tja, was auch immer das war. Tja, Leute, da geht's jetzt hoch. Und ich bin ganz schön außer Puste. Naja, aber ich habe auch in den letzten Filmen gesagt, ich muss unbedingt wieder mehr tun. Also werde ich immer meinen freien Montag immer dazu nutzen, irgendwas zu machen. Und ja, und immer noch mal einen langen Film drehen, der dann immer sonntags erscheint. Jetzt muss ich mal ein paar Fotos machen. Ist das toll hier. Ja, ihr seht mich so ein bisschen kaputt, außer Atem, aber total zufrieden zurzeit. Und ja, tja, es geht ein bisschen langsam vorwärts. Ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Aber nach oben will ich auf alle Fälle schon noch. Tja, schaut euch mal den Blick an. Das hat schon was. Wahnsinn. Tja, hier sind so wie so Gärten noch hinter. Da sieht man die Kirche. Und ein Wahnsinnsblick übers Lahntal. Tja, das ist das Landgrafenschloss in Marburg und ihr hört's,
Hier oben pfeift der Wind, aber richtig. Aber der Weg, der hat sich wirklich gelohnt. Und das ist schon, ich weiß, dass hier auch so ein Übernachtungsort für Fledermäuse ist. Ich muss mal gucken, wo ich das finde. Warte mal. Hier, da steht's. Hier ist dann praktisch so die Einflugschneise. Da oben drin. Und hier steht's. Das ist schon der Hammer. Bis zu 30.000 Fledermäuse, Zwergfledermäuse sind hier drin. Da müssen wir mal hier noch mal schauen. Ja, da hinten in der Ferne, da ist wohl dieses Spiegelschloss. Und ja, laut Aussagen kann man da oben auch sehr gut essen. Und da will ich auch noch mal irgendwann mal hinfahren. Ich habe da schon mal so ein bisschen geguckt, man kann da hochfahren und da gibt es auch wohl einen Parkplatz und auch ein schönes Wandergebiet. Aber wir schauen mal, ich muss erstmal Fotos machen. Fotos mit. Ja, leider steht da der LKW im Weg, sonst wäre das ein wunderschönes Fotomotiv geworden. Aber guck mal. Ist der Blick nicht genial? Das ist schon echt toll hier oben. Naja, wir gehen jetzt mal einmal rum und dann gehe ich auch langsam zurück. Ich kriege nämlich so langsam Hunger. Ich weiß auch gar nicht, wie spät das ist. Und wir sehen uns auf alle Fälle nochmal zwischendurch. Ich will ja noch den, muss noch einen Film für Mittwoch fertig machen. Und ja. Wahnsinnswetter heute. Wahnsinn. Tja, schade, ist leider zu. Kommt man nicht rein. Aber jetzt guckt euch mal den Blick hier an. Das ist schon einfach Wahnsinn. Tja, da gehen wir jetzt mal runter und mal gucken, was am Ende meine Knie dazu sagen. Naja, wir schauen mal. Ne? Bis nachher mal. Schon was für eine faszinierende Stadt. Also das ist echt, ich komme hier gar nicht weg, muss immer nur fotografieren. Schaut mal, dieses tolle Haus, ich weiß gar nicht, was das für eins ist. So, aber diese Fassade, die hat schon was, schaut mal. Die muss ich jetzt mal probieren drauf zu bekommen. Ja, Leute, es wird Frühling, schaut mal. Sieht das nicht toll aus? Ich muss gleich erstmal ein paar Fotos machen. Da hinten ist ein bisschen mehr Farbe drin in dem Blümchen und da laufe ich jetzt mal hin. Da will ich mal schauen, ob ich da noch mal ein paar schöne Fotos machen kann. Da, boah, das sieht ja cool aus. Wahnsinn. Will ich auch mal schauen, dass ich keine kaputt trete. Mal ganz vorsichtig hinlaufen. Das sieht richtig klasse aus. Wahnsinn. Tja, ich muss mal gucken, ob ich mal ein paar Fotos machen kann. Bis gleich mal.
Ja Leute, ihr seht's, ich bin auf dem Rückweg. Schaut mal. Das ist glaube ich DB3. Ich laufe jetzt langsam zurück. Und das war wirklich eine ganz, ganz tolle Tour. Und ich erzähle euch auch nachher noch oder heute Abend im Wohnmobil noch eine ganze Ecke über Marburg und tue auch mal so ein paar Sachen verlinken. Es war wirklich toll. Ich war jetzt gute 3-4 Stunden. Das ist jetzt gleich 2 Uhr, glaube ich. 4 Stunden unterwegs hier in Marburg. Muss garantiert noch eine gute Stunde nach Hause laufen. Und ja, was heißt nach Hause? Nach Hause heißt ja mein Mavu, mein Wohnmobil. Naja, wir sehen uns. Bis nachher im Wohnmobil. Tja, liebe Leute, endlich im Wohnmobil, also sprich in meinem Mavu. Und ich bin echt ein bisschen platt. Und ich werde morgen früh auch garantiert eine Muskelkater haben. Und ich bin jetzt mal so die Fotos gerade am importieren. Ich glaube, ich habe so knappe 300 Fotos geschossen und die will ich heute Abend noch entwickeln. Und die besten davon, die werde ich euch auch mal so schön in den Film mal wieder reinmachen. Und das hat mir wirklich ja, gut getan heute. Richtig gut. Und es gibt auch nichts Schlimmes zu berichten eigentlich. Und nicht so wie die letzten Tage oder die letzten Wochen eigentlich, wo ich so ein bisschen deprimiert war. Das heißt ein bisschen stark deprimiert, depressiv. Aber wie heißt das so schön? Schließt sich eine Tür, dann öffnet sich eine andere. Und das wird auch irgendwie sowas, wird auch der Titel werden. Keine Ahnung. Und es hat sich einiges ergeben, die letzte Woche. Und für mich auch eine... Ja, ist eigentlich eine positive Entscheidung gefallen und das passt schon. Aber ihr werdet sehen, was dann noch so kommt. Ich kann es noch nicht versprechen, noch nicht sagen, und aber naja, ihr werdet sehen. So, und mehr möchte ich da zu den ganzen Themen auch noch nicht sagen. Und ich gucke mir jetzt gerade mal so die Fotos an. Die werde ich als allererstes dann schon mal die Videodateien. Hier liegen die Fotoapparate. Da sind so meine 2 Fotoapparate und hier laufen gerade die ja, knappe 300 Fotos drauf und die werde ich dann erstmal schön bearbeiten, mal gucken, und die besten davon, die werde ich in den Film mit reinstellen. Und ich habe, ja, ich muss noch einen Film fertig schneiden heute, der morgen online geht, der war vom Sonntagmorgen. Da habe ich jetzt gerade so einen Short noch mal reingestellt zwischendurch. Und naja, ihr könnt ja mal schauen, wie euch das gefällt, so was ich jetzt mache, so ein bisschen. Und mir vielleicht auch mal was in den Kommentaren schreiben und ob die Fotos gut sind, schlecht sind. Naja, wir gucken mal. Ne? Also ihr merkt, ich bin mehr wieder für mich unterwegs mit den Fotos und keine Fahrzeuge mehr, wobei ich die nicht ganz aufgeben werde, die Fahrzeuge. Obwohl ich das im letzten Film gesagt habe, dass ich gar keine Fahrzeugfotografie mehr mache, aber dem wird nicht so sein. Und aber lasst euch mal überraschen. Da kommt in den nächsten 3 Wochen noch was. Naja, schaut mal. Ne? Bis dann mal, euer Peter.